40 Jahre ist es schon her, da gab es den Startschuss für den Musikantenstadel des Ostens. Der Oberhofer Bauernmarkt wurde zur beliebten Stimmungssendung in der ehemaligen DDR. Bis 1991 gab es 99 Folgen, heute tourt der Oberhofer Bauernmarkt quer durch die Republik. Am 23. März macht die Unterhaltungsshow bei Bauer Call in Golchen halt. Erleben Sie Gitte und Klaus, Hans-Jürgen Gröschner und Günthi. Natürlich ist auch Bauer Call selbst mit von der Partie. Zwischen den USA und Asien liegt Rostock, zumindest für das Leipziger Streichquartett. Das möglicherweise beste Streichquartett Deutschlands gibt nach einem Konzert in den Vereinigten Staaten und vor ihrer Asientour ein Benefizkonzert im Rostocker Barocksaal. Gespielt werden Werke von Haydn, Mendelssohn, Bartholdy und Wittmann. Karten für die Veranstaltung gibt es für eine Spende ab 15 Euro im Pianozentrum Rostock in der Langen Straße. Der Erlös geht an das Rostocker Hospiz. Grandiose Klassik erleben und dabei noch etwas Gutes tun am 25. April um 19.30 Uhr. Nutzen Sie das schöne Wetter und gehen Sie in die Natur, zum Beispiel in den Natur- und Umweltpark Güstrow. Dort sind die Wolfswanderungen etwas ganz Besonderes. Kommen Sie den grauen Rudeltieren ganz nahe und lernen Sie Wissenswertes über die langen Beziehungen zwischen Mensch und Wolf. Interessierte können sich unter 038 43 699 9510 anmelden. Mobbing, Ausgrenzung, Alleinsein. Ernste Probleme, die das Stück Die Geschichte von Lena vom Mecklenburgischen Landestheater Parchim Kindern und Jugendlichen auf ungezwungene Art und Weise näher bringt. Manchmal reicht ein kleiner Vorfall, um aus einem fröhlichen Kind ein Mobbing-Opfer zu machen. Trotz oder gerade wegen des ernsten Hintergrundes ist die Geschichte von Lena witzig, schwungvoll und intensiv. Die Premiere ist schon ausverkauft. Für die Vorstellung am 3. April bekommen Sie noch Karten unter www.mlt-parchen.de. Anne Folger und Jennifer Rüth sind die Queens of Piano. Die beiden ausgezeichneten Pianistinnen präsentieren ihre Tastenspiele in der Neubrandenburger Konzertkirche. Eine charmante Verbindung zwischen Musik und Humor begleitet den Grenzgang zwischen Klassik und Pop. Filmmusik, Klassiker, Tango und Samba-Rhythmen. Die Bandbreite der Queens scheint endlos zu sein. Los geht es am 21. März um 19.30 Uhr. Hey Alan, hast du vielleicht meinen Hammer gesehen? Hier. Ah, du hast deinen Hammer fallen lassen! Wir kennen viele Menschen, sind sehr kontaktfreudig. Ja, hallo. Hallo. Genosse Stalin will, dass Sie ihm alles erzählen, was Sie über die Atombombe wissen. Aber vielleicht erst einen kleinen Wodka? Also nimm mal den Koffer, das immer schon festhalten. Aber ich... Halt die Klappe, Opa! Scheiße, wo steckst du, du alter Sack? Sie und Ihr bescheuerter Freund, Sie sind so gut wie tot! Wenn Sie mich umbringen wollen, müssen Sie sich beeilen, weil ich schon 100 bin. Wichser! Seid ihr irgendwo abgehauen oder so? Ich verstehe, es sieht verrückt aus. Na sowas, da kommt noch so ein komischer Knacker. Alan, ja. Angenehm. Na, wie das wird, das wollen wir erst mal sehen. Ganz ruhig, schön ruhig bleiben. Verfluchte Scheiße, was macht das Ding denn hier bei uns an der Küste? Ach du Schande. Oh. Das hätte wehtun können. Ja, tot zu sein kann manchmal Vorteile haben.